Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Angelos. In der letzten Folge haben wir den kleinen Affen gespielt und haben dem Wächter seinen Schlüssel geklaut. Diesen Schlüssel haben wir dann oben hier irgendwo eingesetzt. Wo war es? Hier ganz oben. In diesem Zimmer hier. Und ganz komisch läuft das hier ab. Und zwar packt man hier den Schlüssel rein und dann hat sich ein Tor nach Celestia geöffnet. Warum auch immer man hier den Schlüssel dafür einstecken muss, gar kein Plan, Leute. Auf jeden Fall können wir jetzt nach Celestia. Das ist das Himmelsreich. Oh, guck mal, hier ist sogar der Riss offen. Kann man da durch? Der Riss in die dunkle Welt ist offen. Du kommst nicht ran. Das ist doch genau bei mir. Wieso komme ich da nicht ran? Ja, sonst haben wir in der letzten Folge noch dieses komische Donnerschwert uns geholt. Und hier sind überall diese komischen Geister jetzt. Und wir müssen immer noch diesen blöden Drachen besiegen im Vulkan. Ich würde mir das schon zutrauen, irgendwie gegen den zu kämpfen. Sollen wir das auch einmal probieren? Ich weiß es halt nicht. Ich glaube, ich mache das kurz mal anders. Und zwar brauche ich ja nur noch... Also ich brauche 80.000 für eine... komische Rüstung. Für die... Na, wie hieß sie? Diese Stromrüstung halt. Damit unsere Rüstung auch perfekt zu unserem Schwert passt. Die kostet dann 80.000 und ich habe gerade fast 80.000. Und deswegen werde ich wahrscheinlich gleich nochmal zu dem Himmelsvolk gehen. Ich weiß auch gerade gar nicht, was ich hier mache, Leute. Ich muss eigentlich einfach zum Himmelsvolk. Und da werde ich mir dann eine bessere Rüstung kaufen und dann auch, glaube ich, ins Himmelsvolk gehen oder nur die Rüstung kaufen. Ich weiß noch nicht. Ich gehe da jetzt erstmal hin. Nach Dorf Celestia. Ein Glück haben wir diese Teleporterfähigkeit. Ohne die wäre man wirklich mega aufgeschmissen. So, die hat 80.000 gekostet, oder? Oder hat die nur 70 getan? Ne, 80.000. Die Blitzrüstung. Ich hoffe irgendwie, dass die Blitzrüstung macht, dass wenn ich getroffen werde, dass die Gegner dann auch so einen Blitzschaden bekommen. Mit diesem Donnerschwert, das wir nämlich gerade haben, oder Blitzschwert, oder wie auch immer man das nennen will, haben wir nämlich unter Wasser... tatsächlich die Fähigkeit, um uns rum so eine Donnerwelle zu machen. Das finde ich sehr interessant. Huch, wo kommt der denn her? Hey, ohne Witz, der war letztes Mal, als ich gespielt habe, nicht da. Selbst wenn ich die Map verlassen habe, der war nicht da. Richtig strange. Okay, wir haben auf jeden Fall richtig schnell die 80.000 bekommen. Hier kann man richtig schnell Geld farmen, Leute. Dann kaufen wir uns doch einfach mal die Rüstung hier. Hallo, ich habe jetzt genug Geld für alles. Gebe mir diese Rüstung. Ja, danke, Piccolo, mit deinem Einhorn. Ich mag dich. Aber jetzt ohne Witz, was sollen die denn darstellen? Egal. So, wir haben die Rüstung. Rüsten die natürlich aus. Guck mal, wir haben sogar alle Rüstungen. Wieso haben wir dafür keine Errungenschaft bekommen? Schützt vor Blitzen. Na, immerhin. Rüstung plus 40. Ist also auch die stärkste Rüstung, die wir haben. Neben der Agilos-Rüstung, aber die ist halt erst später gut. Und wir sind vor Blitzen geschützt, was auch immer das heißt. Dann wären wir im Turm von Babel voll gut geschützt gewesen. Theoretisch. Aber jetzt ohne Witz. Gab's ein Update? Wieso ist hier plötzlich diese pinke, blöde Kack... Wolke. Mann, hier sind schon wieder so viele Gegner. Ich will doch einfach nur da hoch. Die war, glaube ich, wirklich davor nicht da. Aber ich bin ja jetzt vom Blitzen geschützt. Warte mal. Mach mal deinen Blitz, kleine Wolke. Nein, zu mir. Kannst du auch mal irgendwann treffen? Ohne Witz. Das ist, kann doch nicht so schwer sein, dass mich so eine blöde Wolke kurz mal mit dem Blitz trifft. Wolke. Blitz mich an. Ja, ja, nein. Ja, nochmal. Moment. Ich will das ausprobieren. Come on. Blitz, Blitz. Ja, ja. Okay, wir sind tatsächlich geschützt vor dem Blitz. Wer hätte es gedacht? Eine Rüstung, die vor Blitzen schützt, schützt tatsächlich vor Blitzen. Das hätte ich ja nicht erwartet. Ich frage mich halt, ob diese kleinen Viecher, wenn ihr die noch wisst, aus dem Turm von Babel, ob die auch als Blitze zählen oder ob tatsächlich nur diese Blitze, die man... so eine Harry Potter Blitz, ob nur die zählen, dass wir dagegen immun sind oder wie das jetzt ist. Auf jeden Fall haben wir hier unseren kleinen... Ich glaube, der war rechts hier irgendwo. Wir haben diesen einen Weg freigemacht. Dieses pinke Schloss haben wir aufgemacht, genau hier. Und das ist nämlich der Lufttempel. Hier ist Störbisch. Ah, und die hätten wir wahrscheinlich auch nur hingekonnt mit dieser Rüstung. Weil im Hintergrund... Ja, es blitzt hier die ganze Zeit. Ich glaube, da hätten wir die ganze Zeit Leben verloren. Wenn man diese Rüstung nicht hätte. Schon wieder so ein assiger Gegner. Das ganze Spiel ist voll mit solchen blöden Gegnern. Jetzt ohne Witz. Wir machen das mit Absicht schwer. Oh, schwer. Das ist eine Harpie. Hallo, kleine Harpie. Okay, die macht coole Attacken. Lebst du hier in den Wolken, ja? Wieso hast du so viele Leben? Ich habe schon eines der besten Schwerter und du hast trotzdem so viele Leben. Will ich da runter? Shit. Will ich hier überhaupt runter? Da kommt man nicht weiter. Nee, okay, da ist gar nichts. Na denn. Dann ist es ja tatsächlich so wie im Vulkan. Und so schützen sie sich dann halt, dass man nicht einfach weitergeht, ohne die speziellen Fähigkeiten zu haben. Oder zumindest um genug Geld zu haben. Oder sie strecken halt das Spiel damit auch ein bisschen. Dass man halt erstmal ein bisschen grinden muss und das dauert immer Zeit. Und dann können sie sagen, yo, das Spiel durchzuspielen dauert 80 Stunden. Das ist ja auch die Taktik von Final Fantasy irgendwie. Man muss einfach die ganze Zeit grinden oder von jedem x-beliebigen Grind-Spiel. Sogar einen Speicherpunkt gibt's immer, ja was? Krass, ein Speicherpunkt in einem Dungeon. Naja, wir sind noch vor dem Dungeon, aber trotzdem. Das ist ja toll.
haben, aber ich habe die Befürchtung, oder nicht Befürchtung, Befürchtung ist ja negativ behaftet. Ich glaube, wir sind jetzt eigentlich auch stark genug, um den Drachen zu töten. Vor denen habe ich immer noch am meisten Angst. Ich hoffe halt immer noch, dass hier jetzt nicht allzu böse Gegner kommen. Ah nein, ich wollte ausweichen. Boah, ey, die sind aber schon echt assig, diese Harpien. Ich weiß, wir können die ganze Zeit auch nach unten gehen. Da ist doch bestimmt noch irgendwas, wenn wir hier bei den... Shit. Ja, ich sterbe. Da war eine Kiste gewesen. Ah, oh, wie viele Tode haben wir denn eigentlich? 27, das geht ja noch. Ich glaube, wenn man bei den Wolken runtergeht, dann gibt es da auch noch irgendwas. Aber jetzt, wo ich diese Kiste gesehen habe, will ich da natürlich hin. Ich habe auch gemerkt, dass ich ein bisschen zu laut rede. Ich habe jetzt das Spiel mal ein bisschen runtergedreht auf meinen Ohren, damit ich euch nicht so anschreie. Also für mich kam das so vor, als wenn ich die ganze Zeit rumgeschrien hätte. Wir haben jetzt schon wieder 14.000 Gold. Also ich hoffe mal, das ist jetzt für euch ein bisschen angenehmer. Aber da oben war doch noch eine Kiste. Oh, jetzt laufe ich hier wieder hinten. Nee, okay, hier ist der Tempel. Ich muss also tatsächlich mal nach oben. Ich will diese eine Kiste haben, jetzt ohne Witz. Und anscheinend brauche ich auch recht lange für dieses Spiel irgendwie. Ich habe das jetzt schon 7 Stunden gespielt. Klar, ich muss das einmal resetten, weil da so ein blöder Bug war. Okay, da ist noch Geld drin. Naja, nur ganz schön viel wieder. Und eigentlich soll der mediterrane Wert sein. Ist mediterran das richtige Wort? Ich weiß es nicht. Der Durchschnittswert, dieses Spiel durchzuspielen, soll 6 Stunden sein. Und jetzt könnt ihr euch überlegen, Leute. Dizzy braucht 7 Stunden. Und das Spiel soll eigentlich nur 6 Stunden gehen. Was ist denn bei dem kaputt? Keine Ahnung. Also entweder ist das Spiel jetzt in den nächsten 2 Stunden wirklich fertig, weil das die Zeit ist, die ich brauchte, um bis zu dem Vulkan nochmal zu kommen. Oder aber ich bin wirklich einfach langsamer als der Durchschnitt. Das kann natürlich auch sein, dass ich ein sehr langsamer Spieler bin. Allerdings ist bei diesem Durchschnittswert tatsächlich auch nur die Hauptstory angegeben. Also nicht die ganzen Nebenquests, die ich ja jetzt auch irgendwie alle mache. Warum auch immer, einfach nur weil ich so schlecht bin. Also wenn man ein bisschen gut ist in solchen Spielen... Mann, lass mich doch einfach durch. Dann kann man das anscheinend auch in 6 Stunden schaffen, aber ich glaube, ich schaffe das nicht in 6. So, wir gehen jetzt in diesen blöden Dungeon hier rein. Wenn wir da einmal drin sind, dann werden wir zumindest immer am Anfang des Dungeons auch zurückgesetzt. Müsste, ja, ist auch der letzte Dungeon. Danach kommt auch schon nur noch, wie hieß der? Valion? Ja, Valion. Danach kommt nur noch Valion. Komische Gegner hier, irgendwelche schleimigen, ja, weiß ich nicht. Ist das eine Schlange? Ist so eine Halbschlange. Der hat eine Schlamm. Du Schlammblut. Du eklige Schlammblut hier. Die haben eine gespaltene Zunge. Aber irgendwie sehen sie auch ein bisschen schneckig aus. Weiß ich nicht. Naja, Schlangen können sich ja eigentlich auch so aufrichten, ne? Ach, da bin ich auch wieder gespannt, ob es hier noch andere... Ja, da ist ein Taurus einfach. Feuerattacke! Stirb, Taurus! Was kannst du? Der macht bestimmt richtig die Damage. Wow, okay. Voll wie so ein Super Saiyajin, so ein bisschen mit der Rüstung. Und von der... LOL! Von der Bewegungs... LOL, Alter! Jo, alles klar, der nervt mich. Den mag ich nicht. Der ist doof. Kann man den nochmal treffen irgendwie? Ja, okay, der wird mich noch... Ich glaube, dieser komische Magier wird mich noch ein bisschen nerven. Ah, Leute. Jetzt Wetten abgeben. Wie viele Tode werde ich am Ende haben, hä? Also es kommt jetzt noch dieser Dungeon und danach ist der Endfight. Also so lange wird dieses Spiel nicht mehr gehen. Okay, wir müssen auf jeden Fall oben lang, weil hier brauchen wir diesen Elektrostab oder was auch immer wir bekommen, um da unten weiterzukommen. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall oben lang. Okay, gut zu wissen. Ja, also ist nicht mehr allzu lange. Was denkt ihr, wie oft werde ich noch sterben bis dahin? Jetzt gerade haben wir 29 Tode. Gebt jetzt eure Wetten ab. Also so ungefähr. Über 50, unter 50, an die 100. Was sagt ihr? Ich glaube, hier hinter dieser Tür wird dann der Elektrostab sein. Ich gebe auch keinen Tipp ab, Leute. Eigentlich mache ich nicht. Damit würde ich mich ja selber... Ah, okay. Selber schlecht dastehen lassen. Wie viel Leben hat der jetzt schon wieder an? Ja, geht sogar. Hey. Sollten hier alle gewesen sein, oder? Sieht, glaube ich, gut aus. Okay. Oh, ich hoffe, dieser Dungeon ist nicht allzu groß. Und ich habe auch schon im Forum gelesen, im Agelos-Forum von Steam, dass sich übelst viele Leute aufgeregt haben über die Schwierigkeit der Bosse. Also, keine Ahnung. Ist mir ja auch schon aufgefallen. Obwohl man hier auf Normal spielt, es gibt sogar noch einen Hard-Modus, Leute. Im Hard-Modus wäre ich hier überhaupt nicht klargekommen.
Ich weiß nicht genau, was im Hard-Modus anders ist. Ob man dann weniger Geld bekommt, ob weniger Herzdrops sind oder ob man mehr Leben verliert bei den Gegnern. Aber es gibt auf jeden Fall noch einen Hardcore-Modus. Und ich glaube, da würde ich überhaupt nicht bestehen. Ich bestehe ja jetzt schon fast nur im normalen Modus. Haben wir noch so eine Tür? Hä, sind wir jetzt auf der anderen Seite von dieser komischen Tür? Nee, wo sind wir denn hier? Wir müssen auf jeden Fall diese komischen Magier ganz schnell ausschalten. Stirb, komischer Magier. Wir müssen als erstes immer ausschalten, weil die nerven wirklich mega doll. Wenn wir ihn besiegen, bevor er angreift, tatsächlich. Okay, also wir sind gar nicht so schwach, tatsächlich. Aber haben auch relativ viele Leben, überleben also relativ lang. Hier ist noch eine Tür. Okay, also wir brauchen wieder mindestens zwei Schlüssel. Das ist irgendein Schalter oder so, der dahinter ist. Da, oh. Das krieg auch nur ich hin. Hier ist auch noch irgendein Symbol, das bedeutet bestimmt auch noch irgendwas. Ich kann mir vorstellen, dass der Schalter dieses Symbol mit dem Symbol irgendwas macht. Aber es deutet auf jeden Fall auch alles darauf hin, dass wir einen Magiestab brauchen. So, erstmal nach rechts oder erstmal nach oben? Ich glaube, ich gehe erstmal nach oben. Weil hier... Nee, was ist denn da oben? Ah, hier ist wahrscheinlich der Boss. Ich weiß noch nicht, wofür hier irgendwas ist. Diese ganzen Löcher hinterlassen ein ungutes Gefühl bei mir. Oh nein, wieder so ein Harpien-Dings. Na los, mach deine Scheißattacke. Ja, ist okay. Wenn man dich dann auch nochmal irgendwann treffen darf. Okay. Hm. Nee, kein gutes Setup, warte. Wir gehen einfach über ihn rüber. Keine Lust auf ihn, keine Lust auf dich, keine Lust auf dich. Na gut, dich können wir einmal angreifen, damit wir wieder ein bisschen Magie haben. Den Rest keine Lust. Ich muss mir das sowieso abgewöhnen. Das sieht ja auch alles gleich aus, ey. Ich muss mir das sowieso abgewöhnen, gegen alles kämpfen zu wollen. Das lohnt sich halt gar nicht. Klar, für ein bisschen Geld ist das ganz toll. Die bringt vor allem sehr, sehr viel Geld. Aber alles andere hier unten war blöd. Oh Gott, ey. Ich habe ein ungutes Gefühl dabei. Jetzt sterben, Leute. Das kriege ich niemals hin, da unten hinzukommen, ohne Leben zu verlieren. Vielleicht mit der... Ups. Nun gut, da haben wir auf jeden Fall den Schlüssel. Zurückkommen wir sowieso nicht. Ich glaube, ich muss mich umbringen lassen, oder? Ja, ich krieg das nicht hin, Leute. Ups. Nee. Ich lebe immer noch, das ist doch nicht dein Ernst. Hier unten... Huch, noch ein Schalter? Noch ein Schalter? Noch ein Schalter? Wie? Hier muss man wahrscheinlich eine Kettenreaktion machen oder so. Oder man muss einfach nur schnell genug sein. Okay, also da wahrscheinlich Feuer. Ah, da ist ja noch einer! Oh, den habe ich nicht gesehen! Und die sind auch immer in einer anderen Reihenfolge, glaube ich. Nee, sind sie nicht. Okay. Come on, ey! Okay, man muss auf jeden Fall mit allen möglichen Kram hier arbeiten. Oh. Nee, jetzt sind sie wieder in einer anderen Reihenfolge gewesen. Richtig komisch. Oh, Mann! Ja, wieder zu langsam. Come on! Ich krieg das doch niemals hin hier. Mann, das ist super nervig. Hallo! Oh, danke! Holy shit, okay. Ach, sonst wären wir hier nie wieder rausgekommen. Oh, ist hier schon der Zepter drin? Ich sage immer Zepter, dabei ist das erste eigentlich immer der Ring. Kraft des Luftrings. Drücke die Lufttaste, zerstöre Blöcke mit dem Luftsymbol. Oh, wir haben endlich einen Dash. Funktioniert in der Luft. Oh, man kann ihn sogar häufiger anwenden. Geht durch Gegner hindurch. Kann man den immer wieder einsetzen? Halte die Richtung gedrückt, um dein Lauftempo zu erhöhen. Oh. Okay, das macht auf jeden Fall auch schöne neue Attacken. Okay, wir haben alle Ringe. Die Schriftrollen kriegt man, nachdem man den Endboss besiegt hat, ne? Was haben denn eigentlich die Schriftrollen nochmal gemacht? Dadurch hat man eine andere Attacke bekommen. So, jetzt fehlt uns eine Attacke von dem Drachen natürlich. Ist die Frage, ob man das braucht, um hier überhaupt weiterzukommen. Das kann natürlich sein. Achso, warte, wie ging denn das jetzt? Ah. Kostet auch Magie, okay. Aha. Ey, ganz komisch. Okay, lol. Die anderen drei Elemente sind alle auf der X-Taste. Und dann, je nachdem, wo ich hingucke, funktionieren die. Aber die Luftfähigkeit ist auf der Y-Taste. Als einziges Element ist
Das ist also auf einer anderen Taste. Mal gucken, wie ich damit klarkomme. Hatten wir hier unten nicht so eine... Genau, hier können wir durch. Siehste mal. Jetzt können wir die ja alle richtig krass kaputt machen. Bau, bau. Und wir sind vor allem unverwundbar. Nee, oder? Sind wir unverwundbar? Ich weiß es gerade nicht. Nein! Ihr habt die gerade vernichtet gehabt und dann schubsen die mich raus. Ich fasse es nicht. Bin ich unverwundbar oder nicht? I don't know, Leute. Ich komme auch... Nee, sind wir nicht. Ich komme auch gerade nicht damit klar zu hüpfen und dann diese komische Dash-Attacke zu machen und überhaupt. Bin ich gleich schon wieder tot, ja. Kannst du sterben, bevor du mich tötest? Danke. Ich würde gern wenigstens einmal sehen, was hier auf der rechten Seite ist. Okay, schon klar. Wir müssen hier... Also entweder wir müssen dashen. Oh Gott. Oh nee, darf ich... Ich sterbe bei dem Versuch, das hier zu machen. Also wir müssen auf jeden Fall laufen. Das ist ganz klar. Ah, okay. Ach so, hüpfen, ja. Hüpfen wäre die Idee. Wie soll ich denn da unten rankommen? Vor allem, wo müsste ich das Ding machen, damit es das trifft? Und hier so ungefähr? Nö. Geht ja gar nicht. Okay, ich mache das mit der Blubberblasenattacke, glaube ich. Dann setze ich die da ein und dann hab's ja auf jeden Fall. So, Blubberblasenattacke. Und go. Hüpf, hüpf. Hä? Ach, wir haben den nicht getroffen. Oh, ich bin so dumm. Aber dieses schnelle Laufen ist auf jeden Fall nice. So, Blubberbläschenattacke. Nochmal. Und go. Hüpfen, angreifen, hüpfen, nach unten. Wieder schnell sein, angreifen. Come on. Aber hier ist schon Schluss. Okay, kriegt man auf jeden Fall hin, glaube ich. Sollte nicht allzu schwer sein. Aber ich glaube, man muss das hier wirklich mit der Blubberblasenattacke machen. Aber nachdem man die eingesetzt hat, muss man sofort wieder weiter dashen. So, Blubberblasenattacke, go. Hüpfen, angreifen. Scheiße. Oh, und einfach selbst umgebracht. Wieso? Diesmal ist er nicht weiter gesprintet. Das ist richtig komisch. Wisst ihr was, Leute? Mit dieser Blitzfähigkeit versuche ich jetzt den Drachen nochmal. Weil der wird ja jetzt wohl nicht so schwer sein. Wir haben ein Magie mehr seit dem letzten Mal. Wir haben Leben mehr. Wir haben... Wir sind stärker, unsere Rüstung ist erstens besser und unser Schwert ist besser. Das heißt, wir können auch diese kleinen Drachen, die da immer ankommen, schneller vernichten. Das heißt, wir brauchen vielleicht nicht mal mehr zwei Angriffe für die. Also alles ist eigentlich auf unserer Seite, dass wir den jetzt sehr gut vernichten könnten. Und wir haben halt noch diese Blitzattacke, wodurch wir in seiner zweiten Phase vielleicht durch ihn durchgehen können. Heißt, ich gehe jetzt auf jeden Fall nochmal zum Drachen. Ah, shit, stimmt. Hier habe ich ja... Ich habe aber gar keine Leben gerade verloren. Ach, weil ich noch unverwundbar war. Ah, ich darf hier diese eine Rüstung ja gar nicht tragen. Okay, also die Rüstung bringt uns auf jeden Fall nichts. Wir müssen die mit hoher Temperatur tragen. Das ist natürlich blöd, aber ist okay. Gut, dann haben wir halt diese Rüstung. Na los, komm her. Na los, komm her. Na los, komm doch. Wir töten die Viecher One-Hit. Das ist ja richtig gut. Oh, Leute. Dann kann ich das ja sogar schaffen, hier ohne Leben zu verlieren, durchzukommen. Und wir sind noch ein paar Level höher. Kann also sein, dass wir jetzt auch mehr Verteidigung und so einen Scheiß haben. Ich weiß halt nicht, was die Level tatsächlich bringen. Aber irgendwie sowas werden die schon bringen. Okay, also wir haben Trank, wir haben das Herb, wir haben mehr Leben, alles Mögliche. Und wir wissen theoretisch, wie dieser Boss funktioniert. Sehr gespannt. Kleiner Drache. Können wir ihn vielleicht schon irgendwie angreifen? Nö. Können wir ihn vielleicht schon irgendwie angreifen? Guck mal, wir haben jetzt auch eine höhere Reichweite mit unserem Ding. Ha! Ich habe ihn einmal getroffen. Habt ihr gesehen, Leute? Richtig gut. Und wir können vor allem... Ja, wir töten die Drachen. One-Hit. Wenn die hier alle ankommen. Na, nicht alle anscheinend. Aber zumindest manchmal. Unsere Reichweite ist höher. Und wir haben mehr Energie. Ist er jetzt schon in der zweiten... Er ist jetzt schon in der zweiten Phase. Lol. Und ich habe beim Schneiden gesehen, dass er ja auch immer einen nach unten geht. Und man dann eigentlich... Theoretisch zumindest. Ich glaube, wir machen auch so schon genug Schaden, um ihn zu vernichten. Ja, das sollte easy peasy gehen, Leute. Selbst wenn wir die ganze Zeit getroffen werden. Er hat sogar noch eine dritte Phase. Wir verlieren halt auch gar keine Leben irgendwie. Hä? Okay, jetzt sind wir, glaube ich, einfach zu OP für ihn. Wenn wir aber die ganze Zeit angreifen, Leute. Hä, jetzt war der einfach viel zu einfach. Oh Mann, grinden ist voll doof, wenn man da... Oh, laggy, laggy. Wenn man dadurch so stark wird. Oh Mann. Der war letztes Mal voll die Herausforderung, weil ich einfach so schwach war. Jetzt habe ich nicht mal die Hälfte meiner Leben verloren. Was? Oh Leute, das ist doch bescheuert. Okay, cool. Wir haben ihn besiegt. Kriegen eine weitere Schriftrolle.
Nee, ein Element. Hä, wo... Da Schriftrolle fehlt. Ist sie dann hier noch irgendwo drin, oder was? Leute, mir fehlt eine Schriftrolle. Jetzt haben wir das Element, toll, aber es fehlt doch ganz offensichtlich eine Schriftrolle. Nee, warte, die hat man sowieso immer woanders bekommen. Die Maulwurf-Schriftrolle haben wir im Wald bekommen. Die Floh-Schriftrolle haben wir auch irgendwo bekommen. Hat der Seher uns gesagt, wo man die bekommen hat. Und die beiden anderen sind dann auch in der freien Welt irgendwo zu finden. Dann gehe ich nochmal zum Seher, ob er uns vielleicht nochmal zu einer Schriftrolle schickt. Ich sehe den Lufttempel hinter einer Barriere in Celestia. Okay, er will tatsächlich, dass wir einfach nur zum Lufttempel gehen. Das ist ein bisschen lame. Wieso kannst du mir nicht sagen, wo die Schriftrollen sind? Das wird mir bestimmt helfen. Aber gut, dann halt wieder zum Lufttempel. Okay, let's go! Wir haben 60.000 Gold schon wieder. Ich frage mich halt, ob man damit irgendwas machen kann. Wir brauchen eigentlich auch noch das Agelos-Schwert. Also ein Schwert fehlt uns ja noch. Ich denke einfach mal, dass es das Agelos-Schwert ist. Wir haben auch noch... Oh doch, wir haben ja jetzt diese komische Fähigkeit. Ja. Gut, jetzt haben wir diesen einen Abstecher gemacht, einfach nur um das Element zu holen. Das hätten wir früher oder später sowieso machen müssen. Bin ein bisschen schade, dass er jetzt so ultra einfach war. Aber machste nix. Und next try. Also bam, hüpfen, bam, hüpfen, nach unten, bam, hüpfen, angemacht und... Ja, gleich beim besten Versuch. Wie nice. Okay, und wo ist jetzt was aktiviert worden? Man weiß es nicht. Da oben ist auf jeden Fall irgendwas. Diese Zauberer nerven richtig. Was willst du denn gegen die machen? Die treffen einen ja immer. Oh Gott, jetzt haben wir nur noch so wenig Leben. Es wäre so bescheuert, wenn das Speed-Rätsel da gleich sich zurücksetzen würde. Okay, da kam irgend so ein Feuer. Wenn wir jetzt sterben oder so. Das wäre richtig kacke. Wir haben einen Schlüssel, wir könnten da rechts durchgehen. Ist halt die Frage, ob man das überhaupt will. Oder ob man den lieber woanders einsetzt. Hier ist noch eine rote Kiste. Rote Kisten sind meistens nicht so toll. Oh, nicht so toll. Ein weiterer Schlüssel. Waren wir hier schon? Ich glaube, hier waren wir schon. Ach, jetzt können wir hier unten lang gehen. Das konnten wir eben, glaube ich, noch nicht. Tja, was machen wir jetzt gegen den? Kannst du mal nach links gehen? Nach links? Nach links? Nicht? Danke. Schnell weg hier! Noch eine rote Kiste. Ein Herb, dankeschön. Ja, hier werde ich garantiert sterben. Oh, nee, werde ich nicht. Haha! Ich hab's rausgefunden. Okay, wir müssen anscheinend mehrere von diesen Schaltern da betätigen. Oh Gott. Bitte, bitte lass mich einfach in Ruhe. Ich will nicht sterben an dir. Nein, 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 nein. Ich verlasse dich. Tschüss. Da oben ist auch noch irgendwas. Genau, dann kommen hier überall diese Flammen. Keine Ahnung, vielleicht braucht man 5 davon oder so. Wo sind wir denn jetzt? Aha. Da oben war ja quasi so ein Blitzableiter. Der hat bestimmt auch noch irgendeine Bedeutung. Danke, dass du mich tötest, du blöde Kackschlange. Kann man? Nee, das ist einfach nur... Ah! Ist einfach nur ein Tor, ne? Wieso ist hier kein Gegner? Ach, hier war... Doch, waren wir ja schon mal? I don't know, ich habe ein Gedächtnis eines... Okay, ne, hier waren wir noch nicht. Eines Hamsters. Wo geht denn diese Flamme überhaupt hin? Das weiß ich halt auch nicht. Das ist unsere vierte Flamme. Okay, ich glaube, hier rechts haben wir dann alles. Hier waren wir auch schon. Aber da gab es links auch noch irgendwas, ne? Ich glaube, da gab es auch noch so ein Teil. Ja. Komm mal, lass mich mal kurz hier hin. Danke. Hier kommt man bestimmt einfacher vorbei, wenn man seinen Blitz einsetzt. Egal. Jetzt haben wir 5 dieser Flammen schon geholt. Hier fehlt noch irgendwas. Diese Zauberer sind immer noch super nervig. Na, ich krieg sogar ein Herz und der tötet mich trotzdem. Ich weiß noch nie wieder, wie ich da unten hinkomme. Gut, 32 glaube ich. Nee, 33. Alles klar, alle guten Dinge sind 33. Gibt bestimmt auch noch ein Achievement, wo man einfach überhaupt nicht sterben darf. Kann ich mir vorstellen. Werde ich aber nicht machen. Zum Glück mache ich keine 100% in diesem Spiel. Na, guck mal, da oben ist halt auch noch irgendwas, aber kein Plan was. Vielleicht kriegen wir noch einen Doppelsprung oder so. Hui, 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 hui. Hier kann man auch noch runter, wenn man wollen würde. Was ist denn hier unten? Waren wir hier schon mal? Ah, hä? Macht das Sinn? Macht das Sinn, dass man da oben war? Also jetzt sind wir hier unten. Wir sind hier gerade runtergefallen. Sind wir hier nach oben gegangen? Nö. Man geht hier runter und fällt wieder an den Anfang? Das macht gar keinen Sinn, Leute. Mann, ich hasse diesen Tempel. Alles macht zu viel. Ah, wir haben auch die falsche Rüstung an. Leute, wieso sagt ihr denn nichts? Wir hätten doch schon die ganze Zeit die Blitzrüstung anziehen können.
Dann kommt man aber doch in die dunklen Wolken rein. Auch ohne Blitzrüstung. Wir haben noch einen Schlüssel. Ich glaube, oben war noch eine Tür, ne? Oben links. Ja, da war noch eine Tür. Wir haben sogar einen Schlüssel. Dann ist hier... Hier sammeln sich dann wahrscheinlich die... Oh Gott. Nee, wo denn dann? Haben wir denn jetzt alle? Müssten alle gewesen sein, oder? Von den Flammen? Was hat kein Düdelün gemacht oder so? Dann fehlt ja doch noch irgendwas, aber wo? Ich war jetzt meiner Ansicht schon überall. Ah, guck mal, wir brauchen noch 5 dieser Flammen. 5 Stück noch? Okay, hier sammeln die sich alle, das macht Sinn. Aber wo sollen denn noch 5 dieser Blitze sein? Hier unten können wir noch durch. Die Frage, von welcher Seite man hier durch soll? Ich denke einfach mal von dieser Seite. Mann, diese behinderten Zauberer. Hier ist noch was. Will ich da hin? Komm ich da hin? Warte, wie hüpft man nochmal so? Okay. Oh nein, ich hätte es fast gehabt, Leute. Hier links war, glaube ich, auch noch was, ne? Hier ist noch eine Tür. Das heißt, wir brauchen noch einen Schlüssel. Oh Mann, ey. Wären diese ganzen Gegner nicht da und würden nicht alle so mega viele Damage machen, wäre das alles viel gechillter. Ich möchte einfach nur mal ein Rätsel machen, diese komischen Flammen sammeln. Und dann bin ich doch zufrieden. Jetzt weiß ich wieder nicht, wo ich hin muss. Weil du läufst hier rein, kriegst gleich wieder ein Damage reingedrückt. Da hast du schon wieder keinen Bock mehr, Leute. Oh, hier ist auch noch einer. Okay. Was haben wir hier noch? Ganz wenig Geld. Diese Truhen sind immer richtig komisch. Okay, ist doch ein bisschen mehr Geld drin. What the hell? Ich will alles haben. Alles Geld. Gib mir alles Geld. Man braucht doch das Geld gar nicht mehr. Wir können daraus ganz, ganz viel XP machen. 9000 XP oder sowas. Hier brauchen wir immer noch den Kack. Ich versuche einfach mal an den... Mann, wieso kann man nicht einfach unverwundbar sein, wenn man das macht? Okay, so, wir müssen diese nach oben Attacke machen, während wir da drüben sind. Ist schon klar, was ich machen muss. Er macht es aber... Lol. Hä? Okay, er macht es doch, aber zu spät. Okay, nochmal. Zack, zack und hoch. Okay, geht doch. Und den aktivieren. Jetzt fehlen noch 3. Einen haben wir hinter dieser Tür. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall noch irgendwo einen Schlüssel. Da oben sammeln die sich dann alle. Da ist ja noch so ein Ding. Jetzt brauchen wir noch 2. Einer ist bei der Tür. Und dann brauchen wir noch irgendwo so einen Schlüssel. Ich gehe erstmal oben lang. Okay, hier ist gar nichts. Dann gehen wir jetzt unten lang. Ach, ich sehe schon, komm, ich sterbe hier gleich wieder. Hier ist einfach gar nichts. Ja, okay. Das habe ich verdient. Einfach gegen den Gegner gegen. Ein Schlüssel fehlt noch und eine Flamme. Also 2 Flammen, aber eine Flamme ist halt hinter dem Schlüssel. Locker ist hier oben noch irgendwas. Das ist doch nicht einfach nur so da. Muss man vielleicht einfach übersliden und dann landet... Oh. Ah, man muss mit der Blitzfähigkeit darüber. Ist doch logisch, Leute. Wenn man schon eine Blitzfähigkeit hat. Aber das sind irgendwie so komische Sachen. Ich komme da immer erst voll spät drauf irgendwie. So, also. Hoch, Blitz, Blitz, Blitz. Und dann sind wir doch schon drüben. Und hier wird dann, genau, das letzte Ding sein und auch der letzte Schlüssel. Okay, aber ich bin relativ schnell drauf gekommen. Also nicht so schlecht. Also, ja, doch. Hast du gut gemacht, Brain, dass du zumindest relativ schnell darauf gekommen bist. Ich kann mir wieder vorstellen, dass einige von euch einfach in die Kommentare schon geschrieben haben. Ich hab einfach mal darüber, ist doch klar, was du machen musst. Dann den noch aktivieren und wir haben alle. Können wir uns eigentlich nochmal töten lassen, weil wir müssen hier sowieso nochmal raus. Weil gegen den Boss komme ich nicht an ohne Herb und Trank. Ist er denn hier oben? Ist vielleicht noch ein Speicherpunkt? Nö. Gut, gucken wir uns einmal. Oh. Man kriegt zumindest ein paar Leben. Das ist ja nett. Okay, Doppelboss. Doppelboss. Doppelboss, cool. Ja, finde ich gut. Okay. Wenn man gegen die Gegend knallt, dann kriegt man Schaden. Das ist ja richtig nett. Man kriegt Schaden, wenn man gegen die Gegend knallt und man kriegt von allen möglichen Kack hier Schaden. Boah, ohne Witz. Kann man denn... Was soll man denn hier machen? Man kann beide angreifen, okay. Wahrscheinlich muss man sich erstmal auf einen konzentrieren. Das ist aber ja viel zu viel Kram auf dem Bildschirm. Ich hab so keine Lust, Leute. So keine Lust auf den Boss. Wir haben 100.000 Zeug. Ich glaube, ich level nochmal kurz ab.
Uns fehlt hier halt auch noch irgendwie so ein Schwert. Dieses Drachenschwert fehlt noch. Wo soll man das denn herbekommen? Es ist wahrscheinlich schlechter als das, was wir jetzt gerade haben, aber ich will es trotzdem haben. Und wir haben ja eigentlich noch bei der Wall so ein Tor, ne? Hier bei der Wand haben wir doch noch hier unten ein Tor bei der Blitz, bei der Sonnendings hier. Da konnten wir nämlich noch nicht durch, weil wir damals noch nicht diese Blitzfähigkeit hatten. Aber jetzt kommen wir hier oben ja durch. So, und hier sollte... Okay, erstmal so ein komischer Trank. Und eine gelbe Kiste. Ja, sollte hier auch noch sein. Was war denn da? Was war das? Das sah aus wie eine Flasche, aber eine leere Flasche. Fläschchen. Was kann man mit einer Flasche machen? Das ist garantiert ein Quest-Item, weil das hier alles irgendwie Quest-Items sind. Fläschchen, da wird bestimmt Wasser rein müssen. Ich habe eine Idee. Eventuell, wir hatten ja bei dem Drachen, da gab es auch noch ein Brunnen. Der stand da so toll rum. Ich glaube, da könnte man vielleicht tolles Wasser holen. Und der Typ in Celestia meinte ja, dass er reines Wasser haben will und die Rüstung. Oder auch das Schwert, ich weiß es gar nicht. Vielleicht will er auch das Schwert haben. Und dass er dadurch die Agelos-Rüstung wieder besser machen kann. Ich glaube, das war in Stadt Palulu. Ja, mal gucken, ob wir da irgendwie gut hinkommen. Hier hatten wir, glaube ich, sonst nichts weiter, ne? Ah, dieses komische Ding. Oh, jetzt. Oh, wir können auch die Drachenquest noch machen, weil wir haben ja jetzt diese Elektrofähigkeit. Damit kommen wir auf jeden Fall zu seinem Netz, ohne. Oh, ist der, denn wir haben nicht genug Energie dafür. Das kann natürlich sein. Nicht genug Magie. Aber so können wir zumindest zu seinem Nest kommen, ohne den Boden zu berühren. Und hier gab es nämlich das komische Ding hier. Ein Brunnen mit wunderbar klarem Wasser. Willst du das Wasser trinken? Ja. Und ich will auch mein Fläschchen auffüllen. Nice, das geht wirklich. Jetzt haben wir ein Fläschchen mit Wasser drin, ja? Gefüllt mit reinem Wasser. Mit Angriff-Taste verwenden? Okay. Wieso kann man das verwenden? Okay, egal. Wir haben jetzt dieses Fläschchen. Damit gehen wir gleich noch mal zu diesem Priester dahin oder was das war. Zu diesem Bischof, zu diesem Vogel-Menschen-Typen. Aber erstmal können wir dann natürlich auch noch mal zu dem Drachen. Oh, wir müssen auf jeden Fall richtig weit nach links mit dieser Fähigkeit. Aber mal gucken, ob's gut geht. Ja, ich nehme deine Herausforderung an. So, er guckt uns ja nur an. Wir haben unendlich Zeit. Kein Ding. So, wir setzen die Fähigkeit ein, auf jeden Fall. So, dann müssen wir auf jeden Fall darüber. Boah, okay. Das ist krass. Wir müssen auf jeden Fall eine Höhe behalten. Ich glaube, dann dürfen wir nicht mit unserer Blubberblasenfähigkeit darüber. Wir haben eine Errungenschaft bekommen, weil ich einfach ganz viel Geld habe. Ach, 100.000 Gold habe ich. Ja, nice. Dass ich das nicht für Level ausgegeben habe. So, dann nochmal. Magie ist voll. Bla bla bla. Ja, ich nehme deine Herausforderung an. Zum Glück kostet das kein Geld, Leute. So. Auf jeden Fall Hochsprungattacke. Und dann einfach die ganze Zeit die Dinger und hoffen, dass man bis zum Ende kommt. Nee, kommt man nicht. Man muss also doch... Also entweder man braucht noch ein Magie mehr, dass man 8 Magie hat. Was schon mega assig ist. Dann müssen wir nochmal so ein Magie-Orb suchen. Oder aber... Vielleicht geht das doch mit der Blubberblase. Ich probiere es noch einmal kurz mit der Blubberblase. Wenn das dann auch nicht geht. Also nur minimal mit der Blubberblase. Hier im letzten Screen vielleicht. Blöd ist halt, die Blubberblase verbraucht natürlich auch ein Magie. Aber ist okay. No, so close! Hätten wir vielleicht im zweiten Bildschirm nochmal unsere Nach-Oben-Attacke machen können? Aber ich sehe, dass die Blubberblasenattacke, die behält den Speed bei. Also mit der Blubberblase behält man den Speed, den man mit der Blubberblase hat. Das ist dann so, als wenn man läuft. Das heißt, mit der Blubberblase kommen wir auf jeden Fall viel weiter, weil wir einfach schneller unterwegs sind. Ich glaube, das geht jetzt auch schon, wenn wir die Blubberblase einfach einsetzen. So, komm, einmal probieren wir es noch. Go, go. Okay. Blubberblase nach oben hüpfen. Einmal einsetzen. Nochmal, nochmal, nochmal. Ja, es hat funktioniert. Mit Blubberblase. Locker wollten die eigentlich, dass man das nicht mit der Blubberblase macht. Unglaublich. Ich muss zugeben, dass ich dich unterschätzt habe. Ich hätte nicht gedacht, dass ein Mensch so stark sein könnte. Oder vielleicht bist du kein Mensch. Wie versprochen ist hier deine Belohnung. Bitte gib mir das Agulos-Schwert. Bitte gib mir das Agulos-Schwert. Bitte gib mir das Agulos-Schwert. Nein, er gibt uns nur ein Herzteil. Das ist ja lame. Dafür mache ich deine Eier kaputt. Du Blödkopf. Guck mal, das Errungenschaft-Symbol. Das sieht voll cool aus, so ein Fliegeding. Dich herausfordern, damit nochmal verliere. Damit ich nochmal verliere? Nein, danke. Cool, okay, zumindest ein Herzteil. Hat sich vielleicht gelohnt. Ich bin mir nicht ganz sicher.
Gut, jetzt haben wir mehrere Optionen, was wir machen können. Wir könnten entweder nach Dorf Celestia gehen, hier oben links zu dem einen komischen Priester gehen und hoffen, dass er nicht auch noch das Agalos Schwert will, weil ich weiß nicht, wo man das herbekommen soll. Aber wir haben zumindest das reine Wasser. Vielleicht kann er dann zumindest unsere Agalos Rüstung schon mal verbessern. Aber kann auch sein, dass er einfach beides braucht. So, hier in diese komische Kirche. Mal gucken. Hallo, ich habe klares Wasser und andere Sachen. Ich bin gehobener Priester, wenn du mit Agalos Ausrüstung und... Ausrüstung und reinem Wasser. Ich habe die Ausrüstung. Könnte ich sie segnen, damit sie all ihre Macht zurückgewinnen? Du solltest zur Bibliothek von Palulu gehen, um mehr Informationen zu finden. Bibliothek von Palulu? Aber ich habe doch jetzt alles. Oh, okay, zurück nach Palulu. Dann in die Bibliothek. Das war das hier nicht, sondern die Bibliothek war hier. Hallo Bibliothek, was hast du denn zu sagen? Du solltest alle Leute treffen, mit denen du dich noch nicht unterhalten konntest. Du solltest einen Blick auf die Bücher in der Bibliothek werfen, in ihnen finden sich interessante Informationen. Okay. Brunnen mit wunderbarem klarem Wasser. Okay, nur eine sonderbare Flasche, bla bla bla, haben wir schon. Der Babelturm ist ein magisches Gebäude, er lebt Musik. Ach stimmt, jetzt stehen richtig interessante Sachen. Die legendäre Ausrüstung von Agalos ging an die Natur verloren. Das Schwert wurde von einer Kreatur verschluckt. Zumindest sagt man das. Verschluckt. Da fällt mir auch noch ein, ich hatte, als ich ein bisschen Geld mal gefarmt hatte, in Dorf 4er oben rechts nämlich noch gesehen, dass es da eine Holzbarrikade gab. Das ist mir bis eben aber nicht wieder eingefallen. Ach, weil seit der letzten Aufnahme wieder 2 Tage um sind und ich hab's einfach vergessen. Hier gab's dieses komische Ding. Das habe ich einmal angesprochen und da steht halt, diese Struktur besteht aus sehr trockenem Holz. Heißt, man kann es auf jeden Fall kaputt machen. Das wollte ich aber mit euch zusammen machen, weil, ja, ich hab's halt aber bis eben vergessen. Ich bin mal gespannt, was hier hinter noch ist. Weil anscheinend fehlt... Da oben ist auf jeden Fall eine Kiste. Hier können wir auch mit dieser Blitzfähigkeit rüber, aber ich glaube, da kommt ja auch einfach so rüber, oder? Okay, das ist wieder so ein Nebulak-Ding. Hier unten kriegen wir dieses Drachenschwert wahrscheinlich her, oder? What? Bevor du die Spechtfähigkeit lernst, musst du Prüfungen bestehen. Stell dich vor dem Totem. Stell dich vor den Totem? Dem Totem? Okay. Um Magiepunkte zurückzuerhalten, drücke hoch vor dem Totem, um den Ort zu verlassen. Einige Disziplinen haben ein sehr hohes Niveau. Oh, hier muss man bestimmt alle seine Fähigkeiten einsetzen. Okay, habe ich aber gerade keine Lust zu. Merken wir uns aber mal, dass es hier ist. Da kriegen wir dann auf jeden Fall noch eine Schriftrolle. Und wir wollen aber erstmal nach oben rechts, glaube ich. Einfach um zu gucken, was es da gibt. Da gab es auf jeden Fall eine Truhe. Leider nur eine rote, heißt, sie wird garantiert nicht so toll sein. Aber vielleicht kann sie ja doch was. Aber wie komme ich jetzt an diesen komischen Nebulak da oben vorbei, ohne zu sterben? Oh, das nervt hier schon wieder alles. Der ist voll mega stark. Hat der nicht auch Gustav getötet? So ein Schwein, ey. Ohne Witz. Okay. Come on, come on. Wir kriegen das hin. Ja, Kiste. Woo, ein paar XP. Für 1000 XP habe ich den Scheiß gemacht. Geil. So, was haben wir hier? Eine Cave. Die Folge müsste auch langsam mal enden. Die ist jetzt schon wieder viel zu lang. Halt auch immer die Frage, wie viel ich rausschneiden kann und wie viel nicht. Ich habe immer das Gefühl, ich laufe sehr viel hin und her und dann mache ich die Folgen immer ein bisschen länger, weil ich denke, ich schneide dann immer noch eine halbe Stunde raus, aber am Ende sind es dann doch nur 10 Minuten oder so. Dann sind die zu lang. So, was haben wir? Jetzt haben wir hier noch eine ganze Cave oder was? Oh, will ich das alles noch in dieses Video reinpacken? Ich meine, wir haben auch noch diese Bewährungsdinger, die können wir machen auf jeden Fall in der nächsten Folge. Oh, blauer Blob, blauer Blob. Da habe ich doch drauf gewartet, Leute. Blaue Blobs. Da ist ein Schwert. Das ist bestimmt das Agalos-Schwert. Okay, und wir können die nicht treffen mit unserem Schwert. Das heißt, wir müssen ein Iron Sword benutzen. Das Masamune ist auf jeden Fall Iron, oder? Ja. Und ich will die jetzt nicht sterben, deswegen setzen wir auf jeden Fall auch nochmal ein Elixier ein. Und dann müsste der uns das Agalos-Schwert geben, wenn mich nicht alles täuscht. Das ist ja cool, dass es dann hier ist. Ach guck mal, wir können sogar diese kleinen Dinger vernichten. Das Blöde ist halt, wir machen sehr wenig Damage jetzt mit unserem Iron Sword. Und der hält sehr viel aus. Aber er macht halt auch keinen Schaden. Komm schon. Du kriegst doch Schaden. Oh, ist das nervig. Kannst du bitte irgendwann mal sterben? Du kannst doch nicht so ultra viele Leben haben. Wir können ihn halt nur Schaden machen mit unserem Iron Sword. Das ist dumm. Ich weiche jetzt auch tatsächlich überhaupt nicht aus. Merkt ihr vielleicht, oder? Ja, ja, puh.
Hallo, wie viele Leben hat denn der? Ich habe ein ganzes Elixier, das 20.000 kostet, für dich eingesetzt. Ich glaube, ich krieg den nicht tot, wenn ich das hier so sehe. Aber er kriegt doch Schaden, oder? Oder nicht? Da ist noch ein gelber Schleim. Was machen denn gelbe Schleime? Weiß man auch nicht. Hat er jetzt Schaden bekommen oder nicht? Zählt das nicht als Iron? Das kann natürlich auch sein, dass das einfach kein Eisen ist. Stahlschwert. Eisendolch. Mit Eisen? Muss ich dann vielleicht den Eisendolch nehmen, um ihn zu vernichten? Ah, ich muss das Anfangsschwert nehmen. Okay. Okay, verstanden. Das heißt, das andere hat gar nichts gebracht und das ist garantiert das Argelos-Ding. Okay, dann haben wir jetzt alles. Argelos-Schwert, Argelos-Rüstung. Uns fehlt noch immer ein Schwert. Wo auch immer ich das herbekomme? Gar keine Ahnung. Aber wir haben das Argelos-Schwert. Okay, das machen wir noch kurz in dieser Folge. Ich werde hier sowieso sterben auf dem Rückweg. Aber hier gab es auch noch irgendwo was, oder? Auf der rechten Seite waren wir ja noch nicht. Vielleicht gibt es da noch irgendwas ganz Tolles. Aber ich werde hier, glaube ich, sterben. Bevor ich da überhaupt hinkomme. Ah, noch haben wir ein Zehntel Leben. Hier kommt man nämlich noch runter. Ach nee, okay, man kommt hier dann auch nur zu den Blobs. Gut, dann haben wir, glaube ich, auch in dieser Höhle alles. Ich bin mir nicht sicher, vielleicht kriegt man hier noch eine Schriftrolle oder so. Das kann ich mir vorstellen. Müssen wir uns mal merken, dass in dieser Höhle zumindest noch irgendwas sein könnte. So, da unten gehen wir dann nächstes Mal hin. Aber wir geben dann jetzt auf jeden Fall die Argelos-Ausrüstung hier ab. So, weiser, komischer Bischof, ich habe alles, was du haben wolltest. Du hast Argelos-Ausrüstung und reines Wasser dabei. Damit habe ich alles, was ich brauche, um die wahre Macht von Argelos-Ausrüstung freizulegen. Oh. Bist du der Gott? Wieso kann er das nicht teleportieren? Hat er das von Son Goku gelernt, oder was? Weißt du, wo wir sind? Wir sind ganz oben im Himmel. Ich habe dich hierher gebracht, weil du, bevor ich Argelos-Rüstung segne, erst eine Prüfung bestehen muss. Ich habe keine Magie. Warum sind die bei Prüfungen? Oh, jetzt ist er noch ein Boss, oder was? Willst du mich verarschen? Okay, Leute, das machen wir in der nächsten Folge. Guck mal, Ingame Time ist sogar nur 4,5 Stunden. Dann kommt das vielleicht doch mit den 6 Stunden hin, die man braucht dafür. Ach, dann wird die nächste Folge eine Folge der Prüfungen. Wir werden die Prüfung von diesem Typen hier machen und wir werden die Prüfung da rechts bei Dorf Vierer machen. Dann hoffe ich, dieser Part hat euch gefallen. Auch wenn er zu lang war, keine Ahnung. Wenn ja, lasst ein Like da. Und wenn ihr die letzten 1, 2 Folgen von euch, ja, ich denke mal 2 Folgen werden es noch werden, nicht verpassen wollt, auch ein Abo. Und ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen, wie gesagt, und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Yeah.